Guten Tag zusammen. Wir beginnen die Stunde. Мы начинаем урок. Unser Thema heute heißt Jahreszeiten und Wetter. И наша тема сегодня называется «Погода в разные времена года». Здесь вы учитесь рассказывать о погоде, слушать, читать и понимать тексты о погоде. Wir arbeiten auf der Seite 105 und machen eben 1a. Мы работаем на странице 105 и выполняем упражнение 1a. Hört den Dialog und antwortet. Wer findet das Wetter schön? Wer findet es nicht schön? Прослушайте диалог и ответьте. Кто из детей находит погоду хорошей? Кто из них считает ее плохой? Wie schön, es regnet, brrr, es ist kalt, meine Füße sind kalt, meine Hände sind kalt. Nein, es ist nicht kalt. Und es ist windig, meine Nase ist rot, meine Ohren sind kalt. Die Wolken sind so schön, der Himmel ist blau. Blau? So viele Wolken am Himmel. Antwortet auf die Frage. Ответьте на вопрос. Wer findet das Wetter schön? Wer findet es nicht schön? Tina und Tom finden das Wetter schön. Nore und Mori finden es nicht schön. Wir machen eben 1b. Мы выполним упражнение 1b. Über welche Jahreszeiten sprechen die Kinder? Wie denkt ihr? Прочтите диалог еще раз самостоятельно и подумайте, о каком времени года, либо о каких временах года говорят дети. Schön. Wir arbeiten auf der Seite 106 und machen eben 1c. Мы работаем на странице 106 и выполняем упражнение 1c. Wer sagt das? Кто это говорит? Stopp das Video und finde die Antworten. Остановите видео и найдите ответы в диалоге. Wir prüfen. Проверим. Wie schön, es regnet, Das sagt Tina. Es ist kalt. Das sagt Nori. Nein, es ist nicht kalt. Das sagt Tom. Und es ist windig. Das sagt Nori. Wolken sind so schön. Das sagt Tina. Der Himmel ist blau. Das sagt Tom. So viele Wolken am Himmel. Das sagt Nori. Gut gemacht. Lesen wir den Dialog mit verteilten Rollen. А теперь прочтем этот диалог по ролям. Das ist eben 1d auf der Seite 106. Это упражнение 1d на странице 106. Ich bin Tom und Tina und du bist Nori und Muri. Я читаю за Тома и Тину, а ты за Нори и Мури. Beginnen wir. Начнем. Wie schön, es regnet Nein, es ist nicht kalt. Die Wolken sind so schön. Der Himmel ist blau. Gut gemacht. Wir arbeiten auf der Seite 106 und machen eben 1e. Мы выполним упражнение 1e на странице 106. Denkt und antwortet. Über welche Jahreszeit sagt ihr? Подумайте и ответьте. О каком времени года вы можете так сказать? Schön. Wir arbeiten weiter. Мы продолжаем работу. Seite 106, eben 2a. Страница 106, упражнение 2a. Sonne, Wind, Schnee und Regen. Hört und sprecht nach. Прослушайте и повторите за диктором. Windig. Weiß. Kalt. Warm. Heiß. Dunkel. Lang. Kurz. Sonnig. Nass. Wolkig. Das Eis.
Der Schnee. Die Wolken. Die Sonne. Der Wind. Gut. Wir arbeiten weiter. Seite 107, eben 2b. Мы выполним упражнение 2b на странице 107. Ordnetzum. Распределите слова по группам. Stopp das Video und mach die Aufgabe. Остановите видео и выполните это задание. Wir prüfen. Проверим. Super. Wir arbeiten auf der Seite 107 und machen eben 2c. Мы выполним упражнение 2c на странице 107. Hört, ergänzt die Reime und liest sie. Прослушайте, дополните рифму и прочтите эти два стихотворения. А-а-а, der Winter ist da. Э-э-э, es gibt Eis und Schnee. О-о-о, wir sind alle froh. О-о-о, der Wind ruft. Ho! Kinder, kommt! Auf das Eis! Auf das Eis! Alles ist weiß! Jetzt prüft die Reime. А сейчас проверьте. Gut. Wir arbeiten auf der Seite 107, eben 3a. Мы выполним упражнение 3a на странице 107. So ist das Wetter. Merkt euch. Такими конструкциями мы пользуемся при описании погоды. Запомните их. Wir arbeiten weiter. Мы продолжаем работу. Hört und sprecht nach. Прослушайте и повторите за диктором. Wie ist das Wetter? Какая здесь погода? Das ist eben 3b, Seite 108. Это упражнение 3b на странице 108. Es ist warm. Es ist windig. Es regnet. Es ist kalt. Es schneit. Jetzt stoppt das Video und liest selbst. А сейчас остановите видео и прочтите сами. Gut. Wir arbeiten weiter. Мы продолжаем работу. Spielen wir. Давайте поиграем в переводчика. Seht das Beispiel. Es ist dunkel. Темно. Übersetzt selbst. Остановите видео и переведите дальше сами. Jetzt prüft. Проверьте. Gut. Das ist alles für heute. Danke für die Arbeit. Auf Wiedersehen. На этом все. Спасибо вам за работу. До свидания.